Hallo! Willkommen bei Job Job! Willkommen bei meinem neuen Job. Nein, wir wollen einen bekommen. Wir bewerben uns. Verdammt, ein Bewerbungsgespräch, darauf war ich nicht vorbereitet. Naja, da müssen wir lustige Dinge schreiben. Oh nee, wenn Zombie Mitkonkurrent ist beim Bewerbungsgespräch. Also fangen wir an, uns besser kennenzulernen. Der lässt einen schlecht abstehen. Der Mann, der ist so viel Gamer. Aber ich überlege noch, ob ich überhaupt angestellt werden will. Wollen wir jetzt kurz, willst du kurz hören, Zombie? Ricky? Nö, keine Ahnung. Ich klicke einfach Sachen an, das wird schon funktionieren. Ich muss nicht mitlaufen. Spieler. Ah ja, ich weiß, er ist selbsterklärend an sich. Okay, da steht ja, was du machen musst. Ja. Und schreib am besten sehr viele Wörter. Genau, ganz einfach drauf los. Weil die Antwort wirst du nie irgendwo sehen, tatsächlich, wie du es abschickst. Außer vielleicht nach dem Spiel. Ich habe einen sehr intellektuellen Satz geschrieben. Ach, fuck, was muss man weiter? Absenden. Achso, ja, was, wenn du für die Halbzeitshow des Super Bowls verantwortlich wärst, wie willst du sie gestalten? Ihr solltet jetzt ungefähr bei der Hälfte sein, okay? Okay, ich bin bei der Hälfte. Okay. Okay, es geht aber eigentlich im Prinzip darum, lustig zu sein mit den Antworten. So nee. Halbwegs. Nee, diese Antworten wirst du noch nicht. Später. Die hier noch später? Nicht. Später? Du musst dann. Nee, du willst schon sehen. Jetzt gerade ist völlig egal, du kannst auch einfach nur irgendwas schreiben. Ich schreibe, wie man seitlich einparkt. Oh, fuck. Kenn ich. Das ist deine, auf jeden Fall problemlos. Lass es dir so gesagt sein, deine Antworten kommen eh gleich in den Schredder. Also nicht wirklich. Gut. Ich glaub dir nicht, Johnny. Wortwörtlich. Ihr wollt doch nicht, dass die Zeit abläuft. Okay. Oh, noch ein Dave. Johnny, jetzt guten Morgen. Der? Was? Ich mag das Bild an der Wand. Klasse. War die dritte freiwillig? Nein. Unser Personalmanagementsystem stecken. So, die Texte könnten jetzt bei euch landen. Oder im Schredder. Oder in der anderen Reihenfolge. Das sind die Wortschnitzel. Landen die nicht alle im Schredder? Sind weggeflogen? Ja, die landen alle im Schredder. Und dann bei uns. Wo wir Freunde sind, kann ich euch meine ersten kniffligen Fragen an eure Geräte senden. Da musst du aber auch in meinem Diddle-Freundschaftsalbum unterschreiben. Sondern stattdessen die Wörter eurer Mitbewerber benutzen, Fragen um die Fragen ausfüllen. Zu beantworten. Ziemlich innovativ, oder? Ach, ja, das war das. Das muss man jetzt zusammensetzen. Man kann auch von der Frage Wörter nehmen. Ja. Also. Die Frage noch nicht vorlesen, das ist wichtig fürs Vote. Das wollt ihr ja nicht beeinflussen. Man soll einen Satz schreiben daraus? Ja, im Idealfall. Ja. Irgendwas, was du denkst, wofür Leute stimmen würden. Achso, man hat 100 Sekunden, okay. Man muss aber zwei machen. Okay. Das kriege ich jetzt auch nicht so viel irgendwie. Nein. Hey, ihr. Die Hälfte der Zeit. Fällt nichts Lustiges ein. Soll jetzt was Lustiges da rauskommen? Ja, jetzt. Ja. Ach so, okay. Ich dachte, ich versuche das ja ernsthaft wie möglich zu beantworten oder so. Jetzt lustig. Okay. Und du musst mehr als eine Sache abgeben. Zwei Sachen. Das sind meistens mehr wie eine Sache. Mehr als eine. Oh, ich hab geschweinst, oh Gott! Ricky, so ein Schwein. Ich wünsche dir andere Wörter, ne? Stimme erleuchten. Ich bin auch nicht ganz zufrieden. Ich denke, meine waren richtig schlechter. Das ist okay. Ja, ich will den Job nämlich auch gar nicht. Meins ist gar nicht lustig geworden. Das gab schon bessere Runden. Nein, so. Noch 10 Sekunden fürs zweite, by the way.
Ah, Mann. Drück einfach irgendwo drauf. 4, 3, 2. Okay, hab ich. Okay. Sind die Bilder im Hintergrund irgendwie random? Was war das denn? Ich weiß nicht mal, was die Frage war. Bist du auf die Stelle aufmerksam geworden? Das ist eine gute Frage. Okay, das ist eine echt schwere Entscheidung. Die Stelle würde man am Ende mit Fliegen so über Mogia, Ricky. Einfach auf Amazon. Und jetzt voten, was die bessere Antwort ist. Wen würdest du einstellen davon? Dankeschön, meine Freunde! Der war geschenkt. Amazon, Mann. Ich hab mich voll verlaufen in dieser Scheißfrage. Ja, du hast ein bisschen zu viel gemacht, Maeve. Abwechslungsreiche. Okay, ich Modus, wir können neu anfangen. Abwechslungsreiche bunte Texte bringen übrigens was. Ich würde häufig unterschätzt. Also verschiedene. Fähigkeit Spinnen herumschleudern, weil ich bin der Geilste. Ich werde Minecraft aufnehmen und aus dem Fenster sehen. Oh, ich muss voten. Eins davon gehört Mogi. Oh. Minecraft. Nee, so hat sie es nicht vorgelesen. Das ist viel besser. Unentschieden. Sehr cool. Die Wörter von drei unterschiedlichen Leuten zu benutzen, bringt dir Bonuspunkte ein. Bonuspunkte? Bonuspunkte. Aber ey, das ist mein Text, also. Was war bis jetzt der Höhepunkt deiner Karriere? Oh. Boden mit Selbstbefriedigung. Boden mit Selbstbefriedigung. Nudelsalat, Dressing, Döner und Nahtoderfahrungen. Das war das, wo ich nur 10 Sekunden hatte. Das klingt nach einem Dom, also nach einem Freizeitpark. Oh, stark. Schön, dass alle von mir weg sind, was aber schon. Bringt dich so richtig ins Schwitzen. Oh, einiges. Salat mit Scheiß. Ich bin der Liebste. Alter. Ich komm mal richtig ins Schwitzen, Ricky. Nice. Yeah. Was ist los mit dir? Was siehst du als den bisherigen Punkt deiner Karriere an? Du spielst doch damit. Oh, Maeve auch noch. Sorry. Was für Synergy? Ja, aber der war schon wirklich gut. Der war schon wirklich. Ah, der ist von mir, okay. Was macht dich einzigartig? Yippie! Zombie-Felgen und Fortnite spielt Yippie! Kakaobohnen aus Wasser, hurra! Sind beide grauenhaft. Beides verwirrt mich, ja. Ja. Das erst verwirrt dich mehr, oder? Da yes! Vorher zu lustige yes! Dinge dabei. Yippie! Fortnite spielen Yippie, kam das bestimmt von Folio, oder? Ja! Na klar! Ich hab sogar immer geschrieben, Mogi gefällt das nicht. Davor kam noch Cola trinken. Nicht wirklich gerne, aber was ich noch mitbekommen habe, ist, dass ihr euch echt gut. Oh, ich glaube, ich habe gut abgeschnitten, Freunde. Ja, ich eher nicht. Ja, lief okay, würde ich sagen. Lief okay für mich. Ich bin nicht letzter. Lief okay. Die Zahl ist die beste, wenn ihr mich fragt. Machen wir weiter mit ein paar mehr Eisbrechern. Es ist ja nochmal dasselbe, aber halt zwei Texte schreiben und einen Text verfassen. Aber man kann noch Runde 2 klicken. Dann dreht sich. Okay, aber dass viele Worte da sind. Wie beschreibt dich deine Mutter zu ihren Freunden? Stefan sagt Tom, er soll morgen wieder zur Arbeit kommen. Ich komme später und will ihm nicht begegnen. Okay. Was würde das Spielzeug aus deiner Kindheit tun, wenn es leben würde? Ich soll euch mitteilen, dass die Hälfte der Zeit um ist. Ja, die Hälfte der Zeit ist um, Junge. Perfekt. Dieses Rumgetippe, ey. Ja, wer tippt denn da so laut? Mann, ich tipp mal eben was ein. Das ist halt einfach legitim leiser als Pulli. Ja, das war leiser. Aber ich besitze ja auch Kompressor. Aber eine Pfanne, aber. Direkt wieder los. Das ist eine mechanische, ne? Ich hab auch eine. Einsendungen gelesen.
Tja, aber Fully hat die billigste gekauft mit den roten Switches. Runde 2 der Befragung. Dieses Mal möchte ich herausfinden, wie ihr euch in kniffligen Situationen am Arbeitsplatz schlagt. Na, schlage ich mich gut. Ich schnauze. Na dann legen wir den. Oh. Okay. Mir fehlt ein Wort. Ja, mir auch. Was für Jele Yen? Wer hat Jele Yen geschrieben? Wer hat hier so langweilige Sachen geschrieben? Wichtig. Die Hälfte der Zeit ist bereits um. Ist das scheiße. Mission. Wie kann ich anklicken? Ein Wort, komm schon. Okay, was auch immer. Ja, wenn man nicht weiter gemacht hat, ne, holy shit. Wahrscheinlich ich. Ich habe nämlich einfach nur Wörter geschrieben, die man nutzen soll. Okay. Logistik, du bist Familie und hast einen Eisberg. Hey, ihr habt fast. Man wendet sich nicht gegen. Warum warten wir nur auf 3 Leute? Oh Gott, 14 Sekunden fürs zweite, let's go! Genau. Ist einer rausgeflogen? Nein! Ich hoffe, er wäre 3 rausgeflogen. Nein, weil die anderen schon fertig sind. Ja, aber die sind dann. Warum nicht ist durch. Der was? Achso, die letzten 3 werden nur angezeigt. Oh mein Gott, ich hab ja, Error, genau. Ich hab 1000 Error-Meldungen. Ich drücke einfach auf Absenden. Na, bei mir ist roter Text aufgeploppt und irgendwie 2 okay. Immer auspacken, stand aber nur drin. Na, ich hoffe, es geht. Frank! Frank, ich liebe ihn. Du mal vermutlich Cocktailsoße. Boah. Cocktailsoße. Das ist bestimmt, Johnny hat die Punkte von verschiedenen Spielern gewählt. Pass auf, die Punkte. Ja, Regenbogen. Da, komm. Die Punkte aber von unterschiedlichen aber Leuten. Aber selbst die Wörter, aber selbst ja, die Johnny, schieb. Naja. In der Spüle gelassen. Man guckt, wo man bleibt. Du ihn damit, ohne ihn wütend zu machen. Warte, ein Büro, was ist der komische Computertyp? Okay. Ich denke, sie wären Partybär oder natürlich brutale Schlägereien anfangen. Was? Okay. Ja, okay. Ja. Brutal. Naja, gut, ich sehe schon. Nee, beides ist nicht so doll. Beides ein wenig forsch. Ah, der Regenbogen. Da haben wir kräftig Punkte abgesahnt. Du kommst total verschwitzt ins Büro. Es gibt aber keine Möglichkeit zu duschen. Was machst du jetzt? Die Haare kämmen. Wirklich? Ja, ja. Ja, was willst du da? Das ist so eine miese Scheiße. Synergy natürlich. Stark. Der Punkt auch von mir. Er bringt alle gegen dich auf. Wie reagierst du? Oh, sauer bin ich dumme da. Dummer Martha. Scheiß Martha. Man würde meinen, ich wäre für Nintendo GameCube heiraten, aber das ist falsch. Scheiß Martha. Warum ist Martha keine Farbe? Weil das ist Frage aus der Frage ist, übernommen. Achso, okay. Aber ich hätte sagen sollen, Martha heiraten. Das Unternehmen fordert einen strengeren Dresscode. Was antwortest du? Jelen wie aus Papier. Ich würde meine Litra wehen, die Nippe kräftig über mir fliegen. Was? Was? Ist das die Error-Zombie-Message? Nein, aber es hat meine Reihenfolge der Wörter komplett gedreht. Ich würde meine Litra auspacken und die Nippel nehmen und sonst was, hatte ich geschrieben, also. Woran hast du denn jetzt Jelen? Aber jetzt müsste das zweite von mir auch kommen, was komisch war. Ja, da bin ich gespannt, was jetzt steht. Was unternimmst du?
Gurkenchips. Einfach Hand anlegen und Glatzkopf. Okay, wenn das das ist, dann ist der Glatzkiop. Nein. Was? Ja. Nein, das wurde nur Chips von dir. Die anderen Worte waren aber nicht da, die die ganze Zeit da waren. Oh. Nach Gurkenchips ist es gecrashed. Das ist oh. Durfte aber nicht mehr als die Gurkenchips. Einfach mal Hand an. Aber irgendwie die Hälfte der Worte, die ich waren, waren Mogis Geschichte, wie er mit der Elytra über Mogia fliegt. Aber das auch. Ja, das auch voll, ich hatte auch so komische Dinge nur. Stimmt was? Damit nicht. Was Fucking ein Johnny. Comeback. Ja. Geh mal weg hier. Alter. Der Fambum mit der Gurkenchips da unten. Ja, ich ein als Eisbrecher. Der Finale ist ein bisschen anders. Dann wählst du nur ein Wort aus. Außer ihr denkt an bayerische Volksmusik. Dieser Arbeitsplatz. Ey, das ist das, er auch, Melf. Das ist schon wieder weird, er. Na, immer geht zum Mogi. Ja. Oder das war der Schauspieler von Ant-Man, der sich zu Halloween verkleidet. Was bestellst du immer in Fastfood-Restaurants? Bitte mit Details. Wie würdest du Dieter Bohlen einen Heiratsantrag machen? Die Hälfte der Zeit ist bereits um. Okay. Und nur ein Eisbrecher. Das ist ja easy. Easy ist das. Ja, ja. Aber dir sind diesmal keine Fehlermeldungen mehr, Zombie? Nö, alles passt gerade okay. Doch. Doch, gerade steht. Danke fürs alles Eintreten. Ich glaube, Zombie wurde einfach vorhin gehackt. Ja. Sag mal 101. Nur eine Sache? Also, ja. Hat er zufällig auch Clicking of Isaac gedownloadet? Wahrscheinlich. Ich lade alle Viren runter. Wir sind in der letzten Runde und es scheint so, als würde etwas fehlen. Eure ist ganz schön aufgeregt. War wahrscheinlich meine Schuld. Der Stuhl, der mir das weiterleiten sollte, ist noch krankgeschrieben. Aber wisst ihr was? Ihr ich sehe schon, ihr wollt direkt... Das check ich das erst. Das sind ja auch, das sind ja Mitarbeiter da. Der also genau, wir müssen Schule. Jeweils nur eins auswählen. Nee. Ich glaube, man kann mehr eingeben. Du kannst machen, was du willst. Ich verstehe nicht mal, was bei mir da steht. Oh ja, okay. Du musst nur einen Satz vervollständigen. Ach so. Oh, ich glaube, ich kann nur zwei Wörter machen irgendwie. Ja. Ich hab jetzt zwei Wörter und Satzzeichen gemacht. Hey, hier. Die Hälfte der Zeit ist. Nur noch die Hälfte der Zeit, Freunde! Oh mein Gott, das ist. Oh. Gemeinschaft. Erfolg ist eine Ausbildung Geschichte. Das Erfolg ist die Fähigkeit, aus einer Niederlage. Ja, man kann mehrere Worte ins ein Feld reinmachen. Mhm. Ja. Mhm. Ich dachte, nur ein Wort hat Morgi gerade gesagt und jetzt die Hälfte der Zeit. Oh mein Gott. Ja, wir haben doch danach fünfmal gesagt, dass man mehrere machen kann. Oh, das hast du nicht gehört, aber wir haben öfter noch korrigiert. Was wir natürlich wirklich gemacht haben, er hat nur nicht zugehört. Hab ich recht? Nein. Ergebnisse niemals wieder. Blackout. Ich hab keine Ahnung, Mann. Oh. Neue Köpfe wurden geliefert. Jetzt wird's geschäftlich. Ich hoffe, ich habe wieder ein leeres Feld. Ich kann jedem Menschen Sonnenlicht schenken. Ich kann nicht cremig bleiben. Ich kann Fully Gurkenchips schicken. Ich kann nicht Fully. Wählt jetzt einen Favoriten auf eurem Gerät. Nicht cremig bleiben ist wahrscheinlich Johnny, glaube ich. Ja, das würde ich auch sagen. Das wäre auch die Wahrheit. Dachte ich mir schon. Fully kann nicht Fully, naja. Ja. Naja. Das könnte ich wirklich so abschicken. Sogar der Regenbogenbonus. Ah, Sonnenlicht ist von mir. Du bist ja auch mein Sonnenlicht. Ich kann Bionicle benutzen und Nintendo Gamecube heiraten. Ich kann nicht Zombie und die Buben bloßstellen. Oh, danke schön. Herzchen. Ich kann Schwanzschwinger, stell dir vor. Ich kann nicht mit richtigen Käsecreme-Füllung. Boah. Also ich kann gar nicht mit der Käsecreme-Füllung. Geil. Sehr viele Wörter von mir hier überall. Gute Grammatik wird belohnt. Oh, das Herz war auch von mir. Regenbogen. Bionicle, Nintendo Gamecube übrigens auch. Ich kann stinken. Ich kann nicht, keiner. Ich frage mich, von wem das ist.
Was? Okay. Ich kann Maves Nippel, ich kann nicht Butter essen. Ich kann es einfach okay. nicht. Ja, so unmöglich. Pur ist auch schwer. Pur so Butter wegsnacken ist, glaube ich... Also wenn man, man schreibt bei ich kann nicht, keine Antwort, das ist auch ein starkes Statement, oder? Ja, das ist keine einzige, Antwort, ich kann ja. nicht denken. Keep it simple, ne? Naja, man meint damit halt, ich kann alles. Das sind keine Schwächen. Für die nächste Runde weiß ich, dass du zwei Sachen auswählen kannst oder mehr. Yes! Uiuiui. Ist ja überhaupt nicht knapp geworden. Der Job geht an. Yeah! Eine Bombe. Die Bombe! Oh nein! Schlägt ein. Sass. Suspekte Projekte. Stark. Das ist auch ein starkes Startgehalt, oder? 69.000. Im Jahr. Stefanie, du bist gefeuert. Stefanie wird gefeuert, genau. Um Platz für Stefan zu machen. Einfach nur fair. Oh, ich wollte gar keinen Job. Ich will doch daheim lieber Videospiele spielen. Der Name. Die Backen wehen im Wind und Ricky grieft. Ja, die Wörter wurden 17 Mal benutzt. Warte, was haben wir sonst noch? Und oh nein, Ricky, meine Teile. Döner mit Cocktailsoße und nur Fleisch, das ist halt das Beste. Scheiß auf Salat. Scheiß auf Salat. Scheiß auf Salat. Scheiß auf Salat. Das ist mein Lieblingssalat. Aus Scheiße. Es würde die andere Bionicle Klammern Tor bekriegen und singen. Tendo Gamecube würde mich heiraten. Naja, wie auch immer. Noch eine Runde. Okay. Würde er dich heiraten? Oder war noch was von Furcht? Das kommt nur dran. Spielt keine Rolle, worum es geht. Die Texte aus Runde 1 können aber jetzt auch nochmal vorkommen. Lass uns das ändern. Okay. Ja, das Spiel merkt sich. Pikant! Bleib. Wie würdest du älter werden an einem Kleinkind erklären? Also, Johnny. Fully wieder fleißig am Tippen. Ja, ja. Ich aber auch. Hm. Ja. Klär mir bitte, wie Glühbirnen funktionieren. Ach. Musst du zweimal was erklären? Die Hälfte eurer Zeit ist um. Was war das beste Kompliment, das du je gehört hast? Rare Encounter. Das beste Kompliment, das du je gehört hast, bei dem es aber nicht um dein Äußerliches ging. Mir machen so viele Leute Komplimente für mein Äußeres, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Du hast sehr schöne Augen. Jetzt bin ich auch nervös, ob ich zu laut tippe. Nee, nee. Wird schon passen. Ich hatte mal eine mechanische mit den lauten Switches. Die habe ich dann sofort wieder abgesteckt und nicht mehr benutzt. Das war die erste mechanische, die ich hatte. Ich dachte, du hast die Switches abgesteckt. Nee. Ich habe aber so extra so Gummiringe gekauft, für die hast du natürlich dann so drauf machen konnte unter die Switches, dass es nicht mehr so laut ist. Hat aber nicht funktioniert. Ich mag eigentlich das Geräusch sehr gerne, aber es ist halt, ja. Es ist halt für einen Call nervig, ne? Es ist also für mich als Content Creator allgemein das ekligste, was man haben kann, ja. Ich glaube, das ist einfach das Falscheste, was man benutzen kann an Tastatur. Das schon. Aber das Ekligste, was du haben kannst, ist... Man hört es bei mir immer am lautesten über das Essen. Jetzt, ja, das wo ihr euch alle okay. wieder beruhigt habt, sende ich euch meine ersten... Als Content Creator sollte man nichts essen. An eure Geräte. So, generell. Niemals. Und schon gar kein Döner mit Salat aus Scheiß. Was ist das denn für eine dumme Frage? Easy. Nee, das ist nicht. Okay, wenn man es einklickt, dann kann man die Sachen wieder wegmachen.
Ja, du kannst es auch ziehen. Hm. Aber man kann die Wörter auch mischen. Cool. Hm. Und was Neues sieht. Die Hälfte eurer Zeit ist um. Oh nein, ich hab nichts Passendes. Ja, ich hätte auch meine Probleme. Ja, ich schwer. Bandbreite, ich noch 30 Sekunden. Ja, ich hab jetzt nichts eingefallen, nur Scheiße gehabt. Wer bist du denn? Das Faxgerät, das macht Faxen. Die Zeit läuft ab. Kommen gerade ein paar Donations von der Hugo-Show rein. Yo, let's go! Du bist so lustig und hübsch. Ausreden. Na, wollen wir die Kameraperspektive doch noch mal ein bisschen weiter hoch machen, ne? So weit wollen wir jetzt nicht verfilmen. Okay, ja, nee. Da war nichts Gutes. Mal, richtig reingeschissen. Wir alle also. Schön. Keiner ist lustig heute. Warum ich dich nicht einstellen sollte. Stimmt jetzt auf euren heiße Scheiß, Scheiß aus dem Hässlicher. Bruder, 37 Stunden Scheiß. Das ist ein guter Grund. So random. Aber Mucki hat noch seine Tasche dabei. Warum bewirbt er sich überhaupt? Will der Beförderung? Du hast doch so ein gutes Gehalt. Bonuspunkte? Bonuspunkte, Morgi, die Bonuspunkte. Bonuspunkte. Pünktchen, Pünktchen, Punkt. Johnny Schasen, die Bibel. Nee, tut mir leid, das kann ich nicht mehr. Nee. Das ist zu selbstironisch. Achso, ich dachte, du meinst die Bibel. Oh. Ne, was? Okay. Das war keine volle Punktzahl für die Bibel? Nee. Sorry. Dann glaubt man, das war schon echt lucky, dass er das bekam. Was ist eines deiner Lieblings? Nee, weil es sicher nicht gereicht. Ja, das stimmt. In einer ArcDX-Folge Ricky Albtraumgeschwür trennen? Eigentlich nicht. Naja. Nee, was soll das? Da ist wohl jemand die Zeit ausgegangen. Eigentlich nicht. Nee, ich hab keine Worte. Danke, Johnny. Gerne. Der sabotiert dich, Ricky. Ich wollte irgendwie volle eigentlich nicht. Ich fand das nicht besser, ich fand das einfach besser. Immer wieder aufs Neue. Das waren richtig auch random Worte, beides ja, war random. Ja, weiterhin zu random. Singen, obwohl die stinken ja durchsingen, obwohl jemanden trennen, du dummer Ricky, was? Ja, okay. Was? Ich sehe schon, das ist so viel chaotisch als letztes Mal. Ja. Ich dachte, ich hab, warte, hab ich nicht singen will oder soll oder so Gebete? Ich wusste nicht, dass das obwohl war. Oh Gott, ich hab mich irgendwie verklickt. Ja. Oh, ich war jetzt verkackt. Ich hab alles falsch gemacht. Guacamole, Sport wie Hockey. Ich meine, Hockey ist ein Sport. Das stimmt. Hey, Guacamole. Ja, ich wollte schon immer Guacamole. Hey, das alles von mir, ja, meine Guacamole-Worte. Wie verbringst du deine vertraglich geregelte 15-minütige Pause? Wie sagst du Guacamole eigentlich getrennt? Zeichnet für Ricky auf Hockey, schlafen. Das ist eine gute Pause, Freunde. Sag mal, Maeve, ist das wieder dein Maeve ist alles von mir, glaube ich, ne? Ja. Das war, was habe ich mit meinem Hund gemeinsam? Oh, das war nicht gut für mich. Naja, egal. Ich habe den Job ja eh schon. Ich habe richtig reingeschissen. Nicht die Hauptsache, also schauen wir sie uns an. Das riecht man. Und Guacamole hat jetzt einzelne Worte, weil ich irgendwie erklären musste, wie Guacamole hergestellt wird. So. Okay, Maeve, ich stimme zu, dass du Guaca 37 Stunden verprügelt und dann Mole bekommt. In die Mole. Schauen wir uns doch mal ein paar mehr Eisbrecher an. Hockey hat mich zweimal verkackt. Weißt du, wie man Guacamole macht? Wie ihr möchtet, nö. Spart aber nicht mit den Details. Es war fast richtig, Avocado zermatschen. Ah ja. Und dann noch ein paar andere Sachen.
Was würdest du einem Kind sagen, um es zu beruhigen, damit es nicht die teure Vase kaputt macht? Ey, was würdest du als erstes tun, wenn Dieter Bohlen unerwartet treffen würde? Was wollt ihr mit Dieter Bohlen und mir? Was wollt ihr verkuppeln? Bei mir steht, was könnte man Problem nur schreien, wenn man Mario Kart spielt? Nimm dir den Rest des Tages frei und bring das wieder in Ordnung. Wie der Sound gerade. Was glaubst du, macht ein Eisbär alles an einem Tag? Essen, wedeln, schlafen. Ja. Das war eine Office-Anspielung. Dieses Bild hier gerade. Die Zeit ist fast um. Oh, ihr seid noch nicht fertig, ihr seid ganz schön langsam. Doch, bin fertig. Was hältst du von dem Bild? Jetzt hör auf deine Cantaloupe-Melone. Nein, das Bild selber nicht, der Spruch ist komisch, aber was ist das für ein Bild überhaupt? Ein schönes Bild. Die tauschen ihre Gehirne bestimmt oder so. Ich hab noch nicht auf Abschicken gedrückt. Nein! Ja, es nimmt einfach was da ist. Wird schon was zu arbeiten haben. Ja. Wir haben genug Texte. Runde 2 der Befragung. Jetzt wird's erst wichtig. Mal möchte ich herausfinden, wie ihr euch in kniffligen Situationen am Arbeitsplatz schlagt. Nicht gut. Nee. Frag mich nicht, ja. Was? Nein. Solltet jetzt ungefähr bei der Hälfte sein, okay? Nein, ich bin nicht bei der Hälfte. Jede Antwort statt 100 Sekunden. Egal. Okay, die Frage ist bescheuert. Geheimnis, es geht nur um Wissenschaft. Finde ich gut. Gelassenheit. Zeichnet wartet nicht. Oh, es gibt. Ich habe das Wort und nicht. Ab, bevor die Zeit das habe ich auch schon so festgestellt. Und bin überrascht. Das war so schlecht! Ach nee. Warum spielen wir dieses Spiel immer? Ja, ich konnte ich habe nichts mehr ausgewählt, ja. So nee, gespannt. Kacke. Ich habe auch Scheiße. Aber vielleicht reicht's. Aber es gibt eine gute Sortierung, wo die ganzen Verben weiter oben sind und sowas, der die da. Warte mal, ich habe jetzt keine Antwort, oder? Jetzt vor euren Favoriten. Was? Was ist das doch so unfair? Was soll das denn? Was soll ich denn machen? Oh, danke schön. 50-50. Ich bin adoptiert. Zeichnet Hockey. Es tut mir leid, Hockey. Das Linker gibt mir Sinn im Kontext. Ich hätte so gerne aufgehabt, aber da war keins. Scheiß einfach an Julia, habe ich gar nicht verstanden. Ich habe es gar nicht so gelesen, ich habe auf Julia gelesen. Das Büro nebenan sagt, wir wären zu laut. Wie gehst du vor? Reiß die Hütte ab. Laut wie es machen, Arschloch. Also ich weiß, was ich wählen würde. Boah, ohne Fortnite aufnehmen und rumschreien dabei. Ja, rein da. Oh, das ist sogar mein Text. Ein Vogel hat direkt vor deinem Fenster ein Nest gebaut. Wie reagierst du professionell? Professionell.
Geil, Apfel-Bananen, hässliche Okay, das, ja, da kann ich nicht, da kann ich nichts machen. Du hast ausgerechnet Eier gehabt. Ja, das fand ich sehr schön. Oh Mann. Jeder im Büro trägt auf einmal einen Bart. Was sagst du einen dazu? Einen Bart! Viele imaginäre Freunde auf der Straße. Alle Anwesenden das Maul stopfen. Yes! Mate, das läuft nicht gut für dich irgendwie. Das klingt wie so ein Hobby, das ich Maul stopfen. Ich nur Scheißwörter irgendwie. Ja. Er hat auch noch richtig Kackwörter. Oh, ich habe auch manchmal nur Scheiße. Du findest heraus, dass jemand das Badezimmer unbenutzbar gemacht hat. Wie reagierst du darauf? Nee, das ist ja gemein. Kacker machen! Kacker machen. Oh Mann, ey, das ist so einfach. Alter, Morgi ist komplett verreckt. Er hat dann das Wort Kacker geliefert. Ja, aber ja, Kacker. Ach, Ricky, natürlich. Das war, danke, Ricky. Wo kann sich nicht auf die perfekte Temperatur vom Thermostat einigen? Wie löst das du das Problem? Nicht besiegbar. Kollege war richtig, rennen. Rennen. Nein. Rennen ist von Johnny. Nee. Um dann die Punkte. Ah, Fulli, ich wollte noch ein Wort Johnny suchen, da war die Zeit aus. Kollege war auch irgendwas. Auch die schönen Punkte. Schönen drei Punkte, ja. Richtig. Eklig. Ja, ein Punkt von mir. Na, ist ein Punkt für mich. Nein, das müssen wir jetzt nicht angucken hier. Mal schauen, wer das am besten konnte. Wir brauchen keine Punkte sehen. Autsch. Oh. Ich habe meine Position einfach gehalten. Ah! Wird hart, Pulli jetzt einzuholen. Ein weiterer Eisbrecher. Läuft gut, Maeve. Ja, wir dürfen aber nicht mit Pulli reden. Was ein Scheißspiel. Ja. Arce denkt an meinen Ex. Wir sind immer noch befreundet, aber ich will nichts mehr von ihm hören, okay? Hat das gezeichnet? Das hier ist mein Bereich. Ja. Das Bild finde ich gut. Wie bereitet man sich am besten auf das zweite Date vor? Beschreibe die Kleidung von einem deiner Mitspieler. Hey, ihr. Die Hälfte der Zeit. Okay, Eis ist gebrochen. Ah ja, man schreibt nur eins, okay. Ja. Okay. Zeichnet, wartet nicht. Oh, ich wollte mehr schreiben, aber hatte keinen Platz mehr. Das Papier werden wir übrigens nicht wiederverwenden, nur die Wörter. Oh. Aber das Papier? Aber wir wechseln nicht auf Bäume? Okay, wir sind in der letzten Aber tut es doch. Scheint so, als würde etwas fehlen. Eure Lebensläufe. War wahrscheinlich meine Schuld, ich vergesse andauernd meine ist ja gut. Ja, eben. Waschmaschine tue. Lass uns dumme Sätze bauen. Okay. Schon. Das Wohnwagen-Logo von Johnny für den Kanal Ricky. Ah ja. Ich wünsche, man dürfte auch nochmal unready machen, nochmal gucken. Ich habe ein bisschen zu schnell ready gemacht. Die Hälfte der Zeit ist bereits um. Sonst warum hatte ich schon wieder die Worte, die schon mal unterwegs waren? Ja. Erfahrung, Steiger auf und Flaschengeist. Schickt eure Antworten schnell ab, bevor die Zeit abläuft. Wer redet da überhaupt? Der Drucker. Wahrscheinlich. Könnte auch das Telefon sein. Fuck. Telefon ist immer noch im Quatschen. Lief gut, Maeve? Zeig mal her. Oh, vielleicht auch die Topfpflanze, die sieht so genervt aus. Ich glaube, Johnny wiederholt wedeln. Naja, ich verweigere Essen. Fettsack, hä?
Ich glaube, Jonas soll komisch sein. Ich verweigere Johnnys Lustrott. Okay. Jonas und Johnny hier. Ziemlich Johnny-lastig heute. Stimmt. Ja. Finger weg von meiner Lustgrotte. Die verweigere ich. Lustgrotte, woher kommt das Wort überhaupt von Johnny? Da bin ich mir so sicher. Natürlich, Johnny. Ja. Johnny. Die Frage war, wie ich Angela Merkel einen Brief schreibe. Okay. Ich glaube, du bekehrst Hühner, du Schwanz. Ich verweigere Shampoo. Ich glaube, Schimtex, Hockey, Pinkel, Scheiße, was? Timo, ne Mark, ich bin eklig. Ich bin eklig pleite. Oh nein, Babe! Ja. Keine Ahnung, hier fiel nichts ein. Das war gar nicht schlecht, aber das andere war besser. Ich hab's nur fürs eklig pleite. Eklig pleite hat's gerettet. Ja, Pizza ist geil. Pizza ist geil. Boah, hier kräftig die Achsel schnuppern. Ich glaube, ich will Kacka machen. Ich verweigere dämliche Fragen. Das ist einfach. Ja, die Pizza, oder? Keine Ahnung. Ja, die easy. Pizza. Ah, oh, ist doch noch Pulli. Der Pizzamann. Ja. Der alte Müll jetzt wieder mal geschafft. Einfach alle von. Wer wollte die Achselhöhlen schnuppern? Mogi wollte Pizza und Achselhöhlen schnuppern wollte. Es ging darum, wie man sich aufs zweite Date vorbereiten soll. Das stimmt. Achselhöhlen schnuppern? Okay. Nee. Ja. Ich hab gesagt, du sollst dir Pizza unter die Achselhöhlen schmieren. Nicht schnuppern, ist eklig. Was soll man schnuppern? Ah, ich sinke. Nee, ist nicht so knapp. Aber immerhin zweiter Platz für mich. Oh, lebt gut. Für alle. Ja. Für alle. Besonders für mich. Herzlichen Glückwunsch. Der verdient auch noch mehr als ich. Ja. Für Netzausbauanfragen. Oh, scheiße, das ist ein schlechter Job. Fully, mein Internet, verdient eine Menge. Fully, kannst du mir mal einen Fünfer leihen? Oh, und Marek, du bist gefeuert. Was? Ich bin Mogi. Ich bin Marek, ich denke Mogi. Fucking Marek. Ja, armer Marek. Pass auf, ich bin eigentlich ganz cool. Manchmal bin ich nervig, aber mache ich auf. Was? Aber mach auf Vertrauen, ich bin geil gezeichnet, Hockey. Das klingt einfach Hockey geschrieben. Da kam's also her. Die Bibel, ich meine, ich hatte viele imaginäre Freunde. Oh. Naja. Oh, hallo? Hast du rausgetappt, Bild? Maeve? 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 Maeve ist tot. Maeve! Das war's mit der weiteren Runde. Oh, er ist zurück. Ah, ist wieder da. Hallo? Ja. Hallo? Oh, da ist okay. Wieder. Hast du meine Mark? Ich meine, ich bin pleite. Wo ist mein Ausweis eigentlich? Scheiße. Mann. Essen, wedeln, schlafen, dann reibt der Fettsack sich mit Fischöl ein und versucht von Scholle zu Scholle zu schwimmen. Naja. Okay. Ah, das ging um Eisbären. Der Alltag eines Eisbären. Ihm zuhören, okay. Wie er sagt, ich will dich Kacka machen sehen und dann vor Angst in den Pub rennen und Cola. Okay, Ricky, Statement. Deswegen hatte ich die ganze diese Worte. Das ist dir zugeschrieben, Ricky. Der Hund hätte plötzlich angefangen zu reden. Das war mein Ding. Wenn der Hund redet, was mache ich dann? Oh ja, doch. Weil ich hier meinen Albtraum wegen einer Akte X-Folge hatte, in der eine Frau in den Spiegel geschaut hatte und untot war. Oh mein Gott, das habe ich auch gesehen, die Folge. Warum hattest du als Kind Albträume? Die war scheiß gruselig. Oder warum hattest du als Kind Angst? Boah, die war wirklich schlimm. Boah, ich will gar nicht dran denken. Ich auch mittlerweile geht's. Okay. Nee. Dann würde ich sagen, Job, liebe Job. Freunde, war die gute Runde Job. Ich habe den Job einmal bekommen, Fully auch. Ich würde sagen, Fully, wir sind Kollegen. Ich habe deine Antworten gesehen. Dementsprechend weiß ich, wenn du im Badezimmer bist, wenn du in den Toiletten gerade bist, dann werde ich auf jeden Fall die Türe nicht öffnen. Gut. Denn ich habe Vermutungen, was hinter der Tür vor sich geht und dann habe ich eigentlich in der Mittagspause will ich dich auch nicht stören. Toilette? Was denkst du denn, was passiert? Du isst Fully. Ich hab die Antworten gelesen. Da passiert nicht das, was ich auf der Toilette machen würde, okay? Lassen wir das Thema. Ciao. Ja, folgt Maeve auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wieso ich?